Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ihr seht, wir sind mitten in einem Gespräch. Wir haben beim letzten Mal aufgehört, weil sich die Sache dann doch sehr gezogen hat, langsam. Nachdem wir mit unserer Gesandtschaft mitten in einen Überfall und irgendeine Clan-Angelegenheit, beziehungsweise einen, ja, Bürgerkrieg, Clankampf geraten sind, betreiben wir jetzt hier Aufräumarbeiten. Quasi die ganze Kajak-Gesandtschaft wurde einfach mal ausgelöscht. Und was wir festgestellt haben, einige Tenak können anscheinend auch auf Maschinen reiten. Haben wir natürlich schon erwartet von diversen Trailern, aber ist hier natürlich zum ersten Mal jetzt aufgekommen. So, Regala ist diejenige, die diesen Bürgerkrieg anscheinend angezettelt hat. Verschaf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Verschaf bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Ja, Verschaf hat es wohl auch erwischt. Das war der Bruder von Avad, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe oder noch richtig im Kopf habe. Wegen Verschaf. Er wurde von den Tenak gefangen genommen. Ah, okay. Überlebte Jahre im Westen und Oder? starb kurz vor dem Sonnenreich. So sollten gute Männer nicht sterben. Er hatte noch so viel vor. Er wollte für Frieden zwischen den Kharja und den Tenakt eintreten. Das wird jetzt nichts mehr. Was passiert jetzt mit ihm? Seine Leiche wird nach Meridian überführt. Als Vetter des Sonnenkönigs Ah, gebührt Vetter. ihm ein offizielles, ehrenhaftes Begräbnis. Das wünscht sich jeder Soldat. Nicht Bruder, Vetter. Okay, ein Cousin. Das mit Nosar und Wadis, das tut mir sehr leid. Zumindest starb Nosar im Kampf. Der Sonnenpriester, also. So einen Tod hat niemand verdient. Ich sorge für eine angemessene Bestattung. Das ist das Mindeste. Du scheinst sehr gut drauf zu sein. Du grinst dir da echt einen Keks. Meinst du, die Kharja werden etwas gegen Regala tun? Ihr habt mit den Tenakt ja etwas gemeinsam. Eine Expedition der Kharja-Armee in den Westen könnte als Beginn einer Invasion gesehen werden. Das wird Avad nicht riskieren. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nie mehr derart überrascht werden. Ach du Schande. Das Gebiet ist Niemandsland? So ist es. Früher griffen die Tenakt ab Pfahllicht jeden sofort an. Aber Avad stürzte den irren Sonnenkönig und versuchte, sich mit den anderen Stämmen zu versöhnen. Die Tenakt akzeptierten für den Frieden eine neutrale Grenzzone. Seitdem stoßen Kaja und Oseram immer wieder dorthin vor. Aber nun sind dort wohl Regala und ihre Rebellenarmee. Also Niemandsland würde ich ohnehin niemals sicher nennen. Die alten Ruinen im Südwesten können das bezeugen. Reste eines vergessenen Krieges. Du sagtest, die Tenakt wohnen weit im Westen. Was wird mich auf dem Weg dorthin erwarten? Also, wie gesagt, es gibt da ein Stück Wildnis, das ist Niemandsland und dann die Utaru-Farmlande. Und dahinter kommen die Tenai. Ihr Gebiet ist auf drei Clans aufgeteilt: Wüste, Tiefland und Himmel. Ja, ich sah ihre Banner bei der Gesandtschaft. Am nächsten wohnt der Wüstenclan. Fieses Volk. Was für alle anderen unbewohnbares Ödland ist, ist für sie eine Herausforderung. Irgendwo jenseits der Wüste sind die Hauptstadt des Stamms und die Gebiete der anderen beiden Clans. Klingt nicht sehr genau. Ich kenne nur Geschichten. Ja, In gut. den roten Raubzügen wollte die Kaja-Armee in Tenakt-Gebiet eindringen. Aber die vereinten Clans stellten sich ihnen, zwangen sie bis in den Schrecken zurück. Also wissen nur die Tenakt, was jenseits der Wüste wartet. Vielleicht noch die Gelehrten in Meridian. Irgendwas muss ja in den Schriftrollen stehen, oder? Du hast so gruselig gute Laune. Das finde ich schon echt krass.
Du meintest, es wären noch andere durch die Tore gegangen. Wer Na, die Osram da, die ein. Also zum Beispiel. Nicht nur die Plünderer, die gerade durchgegangen sind, auch andere Gruppen von Osram-Stöberern. Zwei Kaja-Gelehrte sind mit einem Osram-Trupp nach Südwesten. Weiß nicht, ob das besonders tapfer ist oder einfach nur dumm. Du hast die Utaru erwähnt. Ihr Land liegt zwischen hier und den Tenakt im Westen? Das stimmt. Sie wohnen in Rheinklang. Ein friedlicher Haufen, verglichen mit den Tenakt. Sie sind mehr Bauern als Kämpfer. Wie kann ein Volk von Bauern im verbotenen Westen überleben? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Soll nicht heißen, dass sie sich nicht wehren könnten. Als die Kaja damals zurückgedrängt wurden, jagten ihre Krieger uns durch Rheinklangs brennende Felder. Der Sonnenkönig machte ihnen diverse Friedensangebote. Sie lehnten ab. Warum? Ich dachte, sie sind so friedlich. Weiß nicht. Sie haben wohl ihre eigenen Probleme. Es mangelt ihnen an Nahrung. Ich dachte, sie sind Bauern. Allerdings versuchen sie nicht Handel zu treiben. Nein, sie wollen nur ihre Ruhe. Oh, reicht ja. So. Sonst sind wir überall durch. Dann sollten wir mal aufbrechen. Genau. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Und das mit deinen Freunden. Die verarzten wir. Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Mann. Jetzt brauchen wir aber erstmal hier... So, die haben jetzt die Maschinen geplündert. Das heißt, ich krieg keinen Loot oder was? Ihr Schweine! Ein Vorrat für die Jagd. Ich muss jetzt erstmal hier zusehen. Na doch, hier ein bisschen haben sie mir gelassen. Dass ich... Ich konnte die Beeren nicht nachfüllen. Doch, jetzt geht's. Ich habe versucht, die Beeren nachzufüllen, aber es hat nicht geklappt im Kampf. Der Schildflügel ist ein auf Energie basierender Gleiter, der aus Maschinentechnologie umfunktioniert wurde. Halt in der Luft Viereck gedrückt, um ihn einzusetzen und zu gleiten. Tipp Kreis an, um nicht mehr zu gleiten. Na, ob ich daran denke, das können wir gleich ausprobieren. Moment. Und dann gucken wir erstmal, was wir als nächstes machen. Der verbotene Westen. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Und vielleicht zu einem Gaia-Backup. Es wird nicht einfach da draußen. Die Plage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es Elisabeth getan hätte. So, ich versuche hier gerade von hier oben zu springen, um dann diesen Gleiter zu öffnen, aber es funktioniert nicht. Ich muss ihn halten. Okay. Das heißt, es dauert eine Weile, ehe ich ihn aktivieren kann. Okay. Hat geklappt. Ah, okay. Jetzt kann ich wohl von jeder Klippe springen. Okay, das ist schon mal praktisch. Breath of the Wild lässt grüßen. So, guck mal, hier war... Das Problem ist... Die Anführerin ist, des Hinterhalts, Regala, befehle ich dir eine Menge Maschinen. Es gibt sonst nur einen Menschen, der über dieses Wissen verfügt. Silence. Aber was hat er vor? Warum hilft er Tenakt-Rebellen? Jetzt sehe ich hier, dass eigentlich sehr viel Loot hier unterwegs ist und Beeren und sonst was. Das hätte ich wahrscheinlich auch jetzt im Kampf verwenden können. Aber das ist der Nachteil, dass man die nicht so gut sieht. Ich sehe sie einfach nicht. In der Hektik keine Chance, die zu sehen. Also immer einen guten Vorrat dabei haben. Das lernen wir daraus. Obwohl, wie gesagt, ich glaube, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es eigentlich versucht. Ich konnte die Beeren nicht nachfüllen. Und die Truhe, die stand auch direkt vor mir. Die konnte ich, glaube ich, nicht öffnen. In dem Moment. War wahrscheinlich aber auch nicht so gedacht, dass ich sie öffnen kann. Da bin ich mir relativ sicher in dem Moment.
So, die Frage ist, was machen wir als nächstes? Wir haben ja ein paar Nebenquests, die hier weiterführen. Bis zur Hauptquest. Ah, das sind die Koordinaten von Silence, ja. So, da gehen wir doch gleich zu Keruf als erstes. Wir könnten, genau, das wäre gut, den Langhals suchen. Nach dem Rebellenlager? Mhm. Was haben wir hier noch? Wir hätten auch die Dornenrücken. Suche nördlich von Fahrlicht nach dem Rebellenlager. Genau, dass wir wissen, wo die Dornenrücken hergekommen sind. Das wäre natürlich auch interessant, das noch zu machen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu den... zu den Osseran, zu ihrem Lager und gucken uns das an. Ah, guck mal, hier können wir wenigstens ordentlich looten. Nochmal. Und, ja, schauen wir mal, was die so anzubieten haben. Ich hatte auch schon mal gesagt, ne, wir brauchen Tierteile für Taschenerweiterungen. Deswegen sollten wir hin und wieder auch mal ein bisschen jagen. Da ist auch ein... Ach, die sitzen direkt hier vorne. Wären die jetzt... Hätten wir die jetzt auch gesehen? Wenn wir diese erste Quest nicht gemacht hätten, den ersten Teil von der Quest. Weil jetzt wollen wir ja... Dann, die wären ja trotzdem hier rausgekommen. Dann hätten wir wahrscheinlich nur den Anfang nicht gehabt. Aufträge? Nee, was war denn das? Rebellenlager? Nee. Kerufs Bauteile AG. Beuteverträge? Aha, okay. Gut, dann gehen wir mal zu Kerufs Bauteile AG. Oder KG, keine Ahnung. Einfach weil. Oh, was haben wir denn hier? Da runter. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht dieses Lager hier, aber nee. Die sind anscheinend hier unten irgendwo. Nee, auf der anderen Seite. Aha. Oh, nein, das... Oh, Mist. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nach meinem Reittier pfeifen. Aus der Richtung kommst du. Was hast du denn getrieben? So. So, Silence hat also jetzt den Leuten da das Maschinenreiten beigebracht. Na herrlich, da freuen wir uns doch alle. Wie sind die überhaupt hier rübergekommen? Brrr. Oder? Ne, wir müssen noch ein Stück. Na, was war da? Ach, hier ist auch diese Verderbnis. Hm, viele Steine. Müssen die Plünderer aus Fahrlicht sein. Da scheint etwas vorzugehen. Aussehen. Glaubst du wirklich, du schaffst das? Keruf, komm schon. Du kennst mich. Habe ich dir je weniger als Perfektion angeboten? Beuteunternehmer. Mhm.
Wenn das nicht die Retterin von Meridian ist und meiner Unternehmungen. Larent, sag hallo. Hallo, schön dich zu... Ja, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier stehen. Ah, scheußliche Sache, was die Tenakt mit der Gesandtschaft gemacht haben. Aber alle in Fahllicht sind dankbar, dass du sie verjagt hast. Das ist also deine Bergungsoperation. Bessere Bauteile findest du nirgendwo im Westen. Und bald werden wir noch mehr zu bieten haben. Der Westen war viel zu lange, naja, verboten. Gefährlich. Aber wenn wir eine Rüstung bauen könnten, so stark und auch so sicher, dass dir hier draußen wirklich nichts mehr gefährlich werden könnte. Die würde ich dann zu gern mal sehen. Na, selbstverständlich. Und deshalb habe ich meine talentiertesten Plünderer gebeten, genau diese Rüstung zu bauen. Jeder wird sein Werkstück vorstellen. Die beste Rüstung geht in den Verkauf. Für Jäger wie dich. Glückspilz. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas in Kettenkratz zu erledigen. Larent kümmert sich währenddessen um dich. Ich bin so gespannt, was du mir präsentieren wirst. Es sieht ja hochmotiviert aus. Es wird die anderen aus der Schmiede blasen. Du musst mir helfen. Wovon redest du? Die Rüstung. Ich habe schon ein Dutzend Versionen gebaut, aber keine ist gut genug. Und es gibt andere Trupps, weiter westlich. Wenn die eine bessere Rüstung hinkriegen, dann kann ich diese Scherben vergessen. Du kriegst einen Preis, wenn Keroth deine Rüstung auswählt? Einen großen. Und ich habe das perfekte Design. Ich brauche nur die Bauteile. Und das schnell. Also, vielleicht könnten wir einen Vertrag abschließen und du besorgst sie mir? Was für Teile brauchst du denn? Panzerwandererbehälter. Ihre Panzerung ist äußerst widerstandsfähig. Das gibt die perfekte Rüstung. Das weiß ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ah, dank der Schmiede. Hier in der Nähe ist eine Herde. Mhm. Hier ist der Vertrag. Ich sage dir alles, was du wissen musst. Du erledigst die Maschinen. Und meine Leute holen die Behälter. Ich sehe mir das später an. Danke. Stell auf dich, Aloy. Aha. Für Stufe 8. Finde weitere Beuteunternehmer. Lager eine Gruppe aus Rumpummer. Aha. Ja, gut. Erfülle die Verträge. Beuteverträge, Herdenhinterhalt. Rede mit dem Anführer, der benötigt Panzerung der Panzerwandererkiste, um seine Rüstung zu bauen. Okay. Und die Panzerwanderer sind jetzt wo? In der Nähe. Mhm. Nee, begib dich zum Durchgang? Ha. Okay. Ich glaube... Das bringt uns erstmal nicht weiter. Was haben wir denn hier noch? Unbekannte Reliktruinen? Okay. Die Dornrücken. Ich würde zu den Dornrücken tendieren, weil das müssen wir ja noch klären, wo die hergekommen sind. Oh Gott, was geht? Ist das ein Gewitter? Wow! Ich krieg diese Rüstung hin. Ich weiß es. Muss das so? Sicher, ob das so muss. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Den Vertrag lesen? Wie soll ich denn den Vertrag lesen?
Panzer, ein Angriff an einer Herde, können seine Leute mit versorgen, was sie brauchen. Weitere Einzelheiten findest du in den Datenpunktkopie des Vertrags. Ah! Okay. Datenpunkte. Textdatenpunkte, Quests. Zero Dawn, Info-Update. Was machen wir mit Dalarat? Stöberer-Tagebuch, nein. Nebenquests. Ein mikulischer Besteck, der eine grobe Handschrift. Frachtbrief. Schrifträume. Kleines, fast vollständig ausgegeben von Händler Rakurg. Es ist immer schwieriger, dein Zeug unbemerkt. Ja, ja, gut, das mit Ulwund. Nein, das auch nicht. Beuteverträge, hier. Ein Standardbeutevertrag der Osram, vor kurzem eilig geschrieben. Der folgende Vertrag, ausgestellt von Kerufs Bauteile KG. Plünderer verpflichtet hiermit den Empfänger, Jägerin, zur Erbringung folgender Dienstleistung. Die Jägerin wird einen Panzerwanderer von der angegebenen Maschinenherde eliminieren, um dem Plünderer Zugriff auf Panzerwandererkisten zu verschaffen. Jegliche andere Beute darf die Jägerin als Lohn für die geleisteten Dienste behalten. Am markierten Weg wurden Fallen bereitgestellt. Außerdem befindet sich dort ein Lager, das regelmäßig von den Maschinen aufgesucht wird. Die Jägerin versteht, dass die Annahme dieses Vertrags inhärente Risiken beinhaltet, einschließlich körperlicher und/oder psychischer Verletzungen, Schmerzen, Leiden, Einstellungen, vorübergehender oder dauerhafter Lähmung und/oder Tod. Aber bitte stirbt nicht, ich brauche die Teile wirklich dringend. Laret. Okay. Wundervoll. Na komm schon. Wir müssen hier weiter. Wo willst du denn hin? So, komm. Oh, da ist auch so ein Rebellenlager. Wir müssen erst dieses Rebellenlager ausheben. Das ist natürlich eklig. Sollten wir fristen. Vielleicht sieht Regala hier ihre Maschine. Da sollten wir vielleicht aufpassen. Oh, da fliegt was. Was bist du denn? Was bist du denn? Wenn ich Name noch dran ist. Was bist du? Warum kann ich dich nicht scannen? Mann. Ich will halt nicht allzu nah ran. Bist du eine Maschine? Feuer bringt nicht viel. Klingenschweif, ach du meine Güte. Hier ist zu. Kann man schon mal nicht lang. Kann man hier irgendwo hochklettern. Sieht schlecht aus. Müssen wir da überhaupt... Nö, eigentlich? Ach so, das ist gar nicht direkt... Ist das das Lager? Oder... Ja, auch wahrscheinlich. Auch. Hochklettern, aber ich habe Bedenken. Die Fremde ist hier. Oh, genau deswegen. Da hoppelt halt einer rum, ne? Also ja, ich könnte hier hochklettern. Aber dann werde ich halt gleich entdeckt. Hier komme ich nirgends hoch. Okay, was gesehen? Die Jagd beginnt. Ich weiß nicht. Nee, ich auch nicht. Los, los! Oh Gott! Nee.
Ah, wie viele habe ich erwischt? Ja, zwei natürlich. Okay, ich habe sie auf jeden Fall erwischt. Das ist schon mal etwas. Und wir wissen jetzt, dass die hier rübersteigen können. Du hast dir die falschen Gegner ausgesucht. Habe ich? Wie viele sind denn hier noch? Ich sehe nur den. Hier sind noch Maschinen. Ich sehe noch ein paar. Ich höre noch ein paar Leute rumstenkern. Aber sonst. Was willst du hier? Ganz ruhig. Gut, die Viecher können mir nichts tun. Die Leute, die auf mich schießen, die sind das Problem. Alles verbraucht. Mist. Das war schmerzhaft. Aber prinzipiell sah das doch schon mal nicht schlecht aus. Ja? Können wir hier... Hallo? Ich würde gern hoch. Ist das echt ein Problem? So, wer hat denn da hinten noch auf mich geschossen? Irgendwo kam hier doch noch was her. Geduld. Okay, bin drin. Ich muss hier erstmal aufräumen, bevor ich mich umsehen kann. So, die Maschinen... Ah, sind die eingefärcht? Okay. Lege ich mich hier mit den Maschinen an und das geht natürlich schief. Komm, wir hauen erstmal ab hier. So. Okay. Ich würde sagen. Ah Gott, gut, nee, mal komm, machen wir die noch. Hier oben ist die Gefahr ja eher gering.
oder? Ich habe das Lager noch nicht ausgehoben, ne? Todbrüche. Also noch könnte hier was sein. Das mit den Lagern kennen wir ja schon. Aus dem ersten Teil. Dass wir die halt komplett ausheben müssen. Können müssen sollten. Allein schon fürs Loot. So. Aber ich glaube, es ist jetzt schon wieder spät genug. Wir sollten nicht mehr allzu lange trödeln hier. Ich loote halt einfach nur noch mal gerne. Ein bisschen. Mist. So viel dazu. In Frieden. So. War jetzt der andere da? So. Bevor wir hier noch mehr von den Viechern auf uns aufmerksam machen. Das ist gut, dass du nichts gehört hast. Stecken uns mal. Müsste auch noch irgendwo ein Mensch rumkräuchen. Ich weiß noch nicht wo. Aber das finden wir dann beim nächsten Mal raus. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Irgendwo hier oben müsste er rumstehen. Aber das finden wir noch raus. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir sehen uns. Bis dann, mein Lieben. Ciao, ciao.